Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga Flow. Wir machen heute einen kurzen, knackigen Flow nach einem Tag am Schreibtisch. Wenn du also deinen Körper so ein bisschen auflockern willst und dir kurz was Gutes tun willst, dann ist genau das Richtige für dich. Wir starten heute direkt in die Praxis und zwar im Vierfüßlerstand. Dafür bringen wir die Hände unter die Schultern und die Knie unter die Hüftgelenke, richten den Nacken lang nach vorne aus und legen die Fußrücken auf der Matte ab. Neutrale Wirbelsäule, wir atmen für 2 bewusste Atemzüge ein und aus. Nutz den Moment, um auf deiner Matte anzukommen. Atme ruhig und entspannt. Stell dich auf die Praxis ein. Sehr schön, dann drück nochmal die ganze Handfläche in die Matte, auch den Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen. Und mit der nächsten Einatmung hebst du den Blick nach vorne, ziehst dein Herz nach vorne, hebst den Blick in die Kuh. Und mit der Ausatmung rundest du den Rücken und schiebst dich in die Katze. Drück die Schulterblätter wirklich auseinander. Einatmen, komm nach vorne in die Kuh. Ausatmen, drück die Hände in die Matte. Runde den Rücken. Einatmen in die Kuh. Und ausatmen in die Katze. Noch 2 Mal in deinem Tempo. Versuch mit den Gedanken hier zu bleiben. Wirklich Wirbel für Wirbel deine Wirbelsäule zu bewegen. Ein letztes Mal in die Katze. Sehr schön. Und dann beweg die Knie etwas zurück, lauf die Hände vielleicht etwas nach vorne. Das Gesäß bleibt jetzt über den Knien, aber wir senken den Oberkörper Richtung Matte. Vielleicht kommst du hier bis aufs Kinn, bis auf die Stirn, vielleicht bist du weiter oben. Versuch dabei die Ellenbogen, den Bizeps nach unten zu rollen, damit du hier kontrolliert nach unten sinken und deine Schultern öffnen kannst. Sehr schön, das ist eine super, super Dehnung, gerade wenn wir dazu tendieren, krumm da zu sitzen und unsere Schultern nach vorne zu rollen. Das ist ein wunderbarer Schulteröffner. Atme ruhig, leite die Atmung dahin, wo es sich gerade eng anfühlt. Sehr schön. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann löst ganz langsam und vorsichtig auf. Stell die Hände nochmal auf. Winkel die Füße an. Stell die Füße auf. Schieb dein Gesäß auf die Fersen. Und dann drück dich in die Hände und die Füße und schieb dich in den ersten herabschauenden Hund. Die Beine noch gebeugt. Und dann beweg ganz kurz ein Bein nach dem anderen. Streck es aus und beug das andere. Beweg dich in deinem Tempo. Sehr schön. Und dann drück die Hände nochmal nach vorne weg. Mach den Nacken lang. Und mit der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein nach oben und beugst das rechte Bein an, sodass es die rechte Ferse Richtung Gesäß sinkt. Wir kreisen hier einmal das rechte Knie, große Kreise, 2-mal in die eine Richtung und 2-mal in die andere Richtung. Sehr schön, andere Richtung. 2 große Kreise. Und dann mit der Einatmung heb das rechte Bein, streck es aus, zieh dir das rechte Knie mit der Ausatmung
Richtung Brust und steig mit dem rechten Fuß zwischen die Hände. Einatmen, mach den Nacken lang, schieb dich aus der linken Ferse nach vorne. Ausatmen, heb das linke Bein von der Matte, heb die Hände vor dein Herz, komm in einen Krieger 3. Unerwartet schnell in diesem Krieger 3, flex den linken Fuß, schieb dein linkes Bein aktiv zurück. Atme tief ein, während du den Blick auf einen Punkt gerichtet hältst. Sehr schön. Ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung ziehst du dir das linke Knie Richtung Brust. Sehr schön. Blick auf einen Punkt, richte die Wirbelsäule nach oben aus. Finde deine Balance und dann greif mit der linken Hand nach deinem linken großen Zehen, rechte Hand an die Hüfte. Und wenn du möchtest, kannst du hier das linke Bein leicht gebeugt lassen oder ganz ausstrecken. Und dann streck den rechten Arm nach vorne. Und wir kommen jetzt in einem Pistol Squat nach unten ins Sitzen. Also wie auch immer du möchtest, aber so langsam es geht, beug das rechte Bein und setz dich ganz langsam auf den Boden ab. Sehr schön. Dann schnapp dir dein rechtes Knie und heb den rechten Fuß auf die Außenseite vom linken Knie. Flex den linken Fuß, schieb die Ferse nach vorne weg. Einatmen, richte die Wirbelsäule nach oben aus. Stell die rechte Hand hinter dir auf. Einatmen, heb die linke Hand nach oben. Und ausatmen, dreh dich nach rechts. Blick nach hinten. Kleiner Twist. Sehr schön. Atme tief ein und aus. Gleichmäßige Atmung. Und spür mal, was du hier gerade loslassen kannst. Vielleicht körperlich, dein Kiefer, dein Gesicht noch etwas mehr entspannen. Aber auch vielleicht mental loslassen, was den Tag über so passiert ist. Gerade ist nur wichtig, was hier und jetzt auf dieser Matte passiert. Bleib bei der Atmung. Sehr schön. Und dann dreh dich zurück zur Mitte. Stell deinen rechten Fuß auf die Außenkante von der Matte. Stell den linken Fuß auf die linke Außenkante. Und dann schieb dich nach vorne. Komm in einen Yogi-Squat, Malasana. Die Wirbelsäule richtet sich gerade nach oben auf. Wenn du mit den Fersen nicht ganz auf die Matte kommst, kannst du hier auch einen Block unter die Fersen schieben. Drück die Hände zusammen und schieb mit den Ellenbogen deine Knie etwas mehr nach außen, um Platz für dein Gesäß zu schaffen. Das Gewicht Richtung Boden und die Füße mit den Außenkanten auf der Matte verankert. Sehr schön, atme tief ein und mit der Ausatmung bringst du beide Hände zur Matte, steigst mit den Füßen zurück in eine schiefe Ebene. Wir kommen durch einen Vinyasa deiner Wahl, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Öffne dein Herz und ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. Wir machen die andere Seite. Mit der nächsten Einatmung hebst du das linke Bein nach oben, beugst das linke Knie und malst zwei große Kreise in die eine Richtung mit dem linken Knie und dann zwei große Kreise in die andere Richtung. Sehr schön, einmal die Hüfte mobilisieren, dann streckt das linke Bein nach hinten oben aus und mit der Ausatmung linkes Knie zur Nasenspitze
und setzt den linken Fuß zwischen den Händen ab. Sehr schön einatmen. Langer Nacken, schieb dich aus der rechten Ferse nach vorne. Ausatmen, drück dich in dein linkes Bein, heb dein rechtes Bein von der Matte, heb die Hände vors Herz. Langer Rücken, Krieger 3. Schieb die rechte Ferse nach hinten von dir weg. Blick auf einen Punkt. Einatmen, rechte Ferse schiebt nochmal nach hinten. Ausatmen, zieh dir das rechte Knie zur Brust. Finde deine Balance. Wenn du fällst, komm einfach nach oben, ganz normal. Und dann, wenn du möchtest, greif mit der rechten Hand nach deinem rechten großen Zehen, linke Hand an deine linke Hüfte. Und lass dein rechtes Bein gebeugt oder streckst es aus, so wie du kannst und möchtest, wie dein Körper es dir erlaubt. Einatmen, zieh deine Kopfkrone nochmal nach oben. Streck deinen linken Arm nach vorne und auch hier wieder im Pistol Squat nach unten in deinem Tempo, so langsam es geht. Ich wackel hier auch. So langsam es geht, senkst du hier ab, bis du ins Sitzen kommst. Sehr schön. Dann greif dir dein linkes Knie und heb den linken Fuß auf die Außenseite vom rechten Knie. Zieh dein Knie nochmal zu dir ran. Einatmen. Heb die rechte Hand nach oben. Setz die linke Hand hinter dir auf. Und ausatmen. Dreh dich über links nach hinten. Sehr schön. Atme tief und gleichmäßig. Lass die Wirbelsäule wirklich nach oben ausgerichtet. Stell dir vor, deine Wirbelsäule ist so wie so ein Handtuch und du versuchst, die Flüssigkeit so richtig aus dem Handtuch rauszudrehen. Schieb die rechte Ferse geflext nach vorne. Sehr schön. Und dann löst langsam die Drehung auf. Streck dein linkes Bein jetzt nach vorne, beide Füße geflext, schieb die Fersen von dir weg, einatmen, heb die Hände nach oben, ausatmen, wir kommen in eine Vorbeuge. Versuch hier mit langem Rücken gefühlt den Bauch erst Richtung Oberschenkel zu bringen. Wenn du dabei gar nicht so weit nach vorne kommst, kein Problem, bleib hier. Es geht hier nicht darum, wie weit oder du nach vorne kommst, beziehungsweise ob du mit der Stirn auf deine Schienenbeine kommst, sondern eher um die Länge im Rücken. Atme tief ein, atme aus. Atme ein und komm mit der Ausatmung noch etwas näher mit deinem Bauch Richtung Oberschenkel. Noch ein tiefer Atemzug und ausatmen durch die Nase. Sehr schön. Dann komm langsam nach oben. Stell die Füße auf, streck die Hände nach vorne aus und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf den Rücken ab. Sehr schön. Und dann zieh dir einmal das rechte Bein zur Brust. Setz jetzt dein rechtes Fußgelenk, rechter Knöchel auf das linke Knie. Und dann zieh dir das linke Bein heran, rechtes Knie drückt nach rechts außen. Vielleicht greifst du auf die Rückseite von deinem Oberschenkel oder an dein Schienenbein. Rechter Fuß geflext, um dein Knie zu schützen, sehr schön. Atme hier in die rechte Gesäßhälfte, in deinen rechten Oberschenkel. Da solltest du den Stretch fühlen. Ein
Lass deine Stirn locker. Bleib hier noch für einen Atemzug. Sehr schön. Dann bring den linken Fuß zur Matte, den rechten Fuß auch wieder zur Matte und zieh dir das linke Knie einmal zur Brust. Zieh die Zehenspitzen vom linken Fuß zu dir. Fuß ist jetzt geflext und dann kommt genauso der Knöchel auf das rechte Knie, linkes Knie sinkt nach außen. Und dann zieh dir das rechte Knie zu dir ran, greifst entweder auf die Rückseite vom rechten Oberschenkel oder vom rechten Schienbein. Mit dem geflexten linken Fuß ziehst du jetzt das Bein mit jeder Ausatmung etwas näher an dich heran. Sehr schön. Atme tief und gleichmäßig. Und dann löse langsam auf. Zieh dir die Knie zur Brust, greif mit den Händen unter deinen Oberschenkeln und dann fang an, dich langsam nach hinten und nach vorne zu rollen, einmal die Wirbelsäule zu massieren. Und dann komm mit dem nächsten Atemzug nach oben in eine bequeme sitzende Haltung. Richte die Wirbelsäule nach oben auf. Leg die Handflächen im Schoß oder auf den Knien ab, sodass die Handflächen nach oben geöffnet sind. Und wenn du soweit bist, dann schließ einmal deine Augen. Und spür einmal in dich rein. Wie geht's dir gerade? Wie fühlt sich dein Körper nach dieser kurzen Praxis? Nimm das alles wahr, egal was jetzt gerade kommt. Beobachte einfach nur. Stell dir vor, deine Gedanken sind Autos, die auf einer Straße fahren und du bewertest jetzt nicht, welche Farbe dieses Auto hat, beziehungsweise ob es dir gefällt oder nicht, sondern du nimmst es einfach nur wahr. Du nimmst es einfach nur zur Kenntnis. Werde zum Beobachter von dir selbst. Ganz ohne Wertung. Sehr schön. Und wenn du soweit bist, dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Öffne den Mund und atme aus. Noch einmal so einatmen durch die Nase. Ausatmen, Mund öffnen. Bring die Hände vors Herz. Bring die Daumen zwischen deine Augenbrauen für klare Gedanken, zu deinem Mund für wahre Worte und zu deinem Herzen für aufrichtige Intentionen. Danke, dass du mit mir geübt hast. Namaste. Ich hoffe, diese kurze Praxis hat dir gefallen. Wenn dich weitere Videos interessieren, dann guck mal auf meinen Kanal nach. Ich freue mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.